Das Wichtigste ist, allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemandem volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt ist selbst von Übel. Und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben. In seinem Landhaus im Dorf Penn nahe bei London erläuterte Karl Raimund Popper, meist diskutierter Philosoph der angelsächsischen und skandinavischen Welt, 3 Tage lang vor der Kamera Grundzüge seines Denkens. In der Bundesrepublik kennen nur wenige Poppers Philosophie. Dabei könnten die Gedanken dieses hartnäckigen Aufklärers die sich ideologisch verhärtenden Fronten bei uns wieder in Bewegung bringen. Klarheit und Bescheidenheit kennzeichnen das Denken Poppers, der sich einmal als einen kritischen Rationalisten bezeichnet hat. Sein kritischer Rationalismus will auf kein philosophisches System hinaus, im Gegenteil. Alle Systeme werden abgelehnt. Eines der frappantesten Ergebnisse von Poppers Analysen lautet: Wir wissen zwar ungeheuer viel, aber nichts wissen wir absolut sicher. Dieser Befund enthält Sprengkraft. Denn jede Ideologie, die Sicherheit vorspiegelt, ob in den Wissenschaften oder in der Gesellschaft, wird damit zerstört. Popper zog immer äußerste Konsequenzen, wenn er irgendwo Fehler entdeckte. Typisch dafür erscheint ein Abschnitt seiner Biografie. In Wien, wo er geboren wurde, war er um 1920 Mitglied einer sozialistischen Jugendgruppe. Ich habe gegen einige Freunde, die auch Sozialisten waren, reagiert. Diese Freunde haben es nämlich als selbstverständlich angesehen, dass wir, in Anführungszeichen, die Führer der, zukünftigen Führer der Arbeiterschaft sein werden. Das hat mir so missfallen, diese Einstellung, dass ich mich entschlossen habe, selbst Arbeiter zu werden. Und von dem Moment an war meine Karriere eine Karriere von Misserfolgen. Ich habe zuerst versucht, Straßenarbeiter zu werden, aber das habe ich nicht ausgehalten. Mein Rücken hat, ich mir mit einer Pickachse, wie nennt man das? Spitzhacke. Spitzhacke. Mit einer Spitzhacke habe ich auf der Straße gearbeitet, um die Straße ungefähr so tief aufzugraben, eine asphaltierte, steinharte Straße. Aber nach einigen Tagen habe ich das aufgeben müssen. Dazu war ich nicht imstande. Glücklicherweise wird das heute nicht mehr so gemacht, wenigstens nicht in Europa oder Amerika. Und als nächstes habe ich dann versucht, Tischler zu werden. Ich wurde Tischlerlehrling bei einem kleinen Tischlermeister in Wien, der eine Werkstatt in Wien in der Gumpendorfer Straße gehabt hat. Ich war 2 Jahre als Lehrling bei ihm und habe dann eine Gesellenprüfung gemacht. Aber obzwar ich die Gesellenprüfung bestanden habe, ist mir dann doch klar geworden, dass ich kein guter Tischler werden könnte. Dies der Gesellenbrief. Popper studierte außerdem noch, neben anderem, Mathematik und Physik. Er war Volksschullehrer und er arbeitete an Alfred Adlers Kinderklinik. Hier sein handwerkliches Gesellenstück. Nie hatte er vor, Berufsphilosoph zu werden. Allerdings beschäftigte ihn damals schon die Frage nach dem Charakter des menschlichen Wissens. Ihr ist er mit einem solchen Erfolg nachgegangen, dass der amerikanische Verlag Open Court 2 umfangreiche Bände mit Stellungnahmen zu Poppers Philosophie herausbringen konnte, die auch seine Antworten an Kritiker enthalten. Wir fragten ihn, wie kommt man zur Philosophie? Es gibt einen Weg zur Philosophie, der sehr klar ist. Nämlich wir alle haben philosophische Vorurteile. Da gibt es eine lange Liste, zum Beispiel
rassistische Vorurteile oder Klassenvorurteile. Von welcher Klasse das jetzt kommt und ob es wirklich Klassen gibt, ist nicht notwendig, dass wir das besprechen. Aber Klassenvorurteile gibt es selbstverständlich. Das Wichtige an der Philosophie ist, dass sie diese Vorurteile, die wir alle haben und die großenteils traditionelle Vorurteile sind, dass sie diese Vorurteile kritisiert, dass sie zeigt, wie abhängig wir von diesen Vorurteilen sind, wie falsch diese Vorurteile sind und dass sie durch Kritik unsere, sagen wir, populäre Philosophie, die wir alle unbewusst in uns herumtragen, berichtigt. Hier in Penn, im sogenannten Ruhestand lebend, arbeitet Popper beständig weiter an der Lösung von Problemen, die sich aus seiner Lösung anderer Probleme ergeben haben. Ein Hauptarbeitsgebiet bildet die Theorie der Wissenschaft. Entscheidend war hier der Nachweis, dass naturwissenschaftliche Gesetze niemals bewiesen werden können. Weder durch immer gleich auslaufende Experimente, noch durch logische Ableitungen. Alle wissenschaftlichen Theorien sind nichts als Vermutungen, scharfsinnig erdachte, folgenreiche Hypothesen, die jedoch nie in Wahrheiten überführt werden können. Man muss anders vorgehen, indirekt. Man muss nämlich versuchen, die Falschheit einer Theorie zu zeigen, zu falsifizieren, wie Popper sagt. Wird ein Fehler gefunden, dann ist die wissenschaftliche Vermutung unwahr. Und ein neuer Entwurf, der die Fehlermöglichkeit vermeidet, kommt sicher der Wahrheit ein kleines Stück näher. In der schon 1934 erschienenen Logik der Forschung wird das subtil dargelegt. Jetzt erläutert Popper seine Wissenschaftstheorie an einem berühmten Fall. Ein Beispiel ist, ein sehr gutes und interessantes Beispiel, ist die Einsteinsche Gravitationstheorie. Einstein hat aus seiner Theorie abgeleitet, dass Lichtstrahlen, die ganz nahe an der Sonne vorbeilaufen, von der Sonne angezogen werden, sodass es, ich werde es am besten vielleicht aufzeichnen, wenn das die Sonne ist und hier ein Lichtstrahl kommt von einem fernen Stern, so soll dieser Lichtstrahl in der Nähe der Sonne abgelenkt werden. Hier ist ein Winkel, nicht? Und wenn hier also die Erde ist, von der aus dieser Stern beobachtet wurde, so schaut dann der Stern aus, als ob er weiter von der Sonne weg wäre, als er wirklich ist, von der Erde gesehen. Das ist also die Ablenkung des Lichtes. Einstein hat sich ausgerechnet, dass unter gewissen Voraussetzungen sogar aus der newtonischen Theorie eine solche Ableitung folgen würde, aber viel kleiner wie aus seiner eigenen Theorie. Ich werde vielleicht darüber noch etwas dann sagen. Nun kann man aber einen Stern normalerweise nicht sehen, wenn er in der Nähe der Sonne ist. Man kann daher also diesen Versuch nicht wirklich durchführen. Es ist Einstein eingefallen, dass man während einer Sonnenfinsternis, wenn der Mond vor der Sonne steht, könnte man die Sterne um die Sonne herum fotografieren und mit einer Fotografie derselben Sterngruppe vergleichen in der Abwesenheit der Sonne. Da nimmt man dieselbe Sterngruppe 6 Monate später oder 6 Monate früher auf, wenn die Sonne nicht in diesem Sternbild steht. Und das wurde durchgeführt von Eddington. Die Sterngruppe, in der die Sonne, erwartet wurde, wurde 6 Monate vor der Sonnenfinsternis aufgenommen und dann während der Sonnenfinsternis wurde dieselbe Sterngruppe, dieselben Sterne um die Sonne herum aufgenommen. Und es stellte sich heraus, dass der Voraussage gemäß, diese Sterne voneinander weg waren. Also Poppers Erläuterung des wissenschaftlichen Charakters von Einsteins Theorie provoziert für diesen besonderen Fall noch einmal die Frage, ob denn nun Eddingtons Beobachtungen die Theorie bewiesen haben. Nein, sicher nicht. Das
Man kann wissenschaftliche Theorien überhaupt nicht beweisen. Eine wissenschaftliche Theorie ist reich an vielen, vielen Konsequenzen. Vieles kann man daraus ableiten. Der Nachweis, dass einer dieser Konsequenzen richtig ist, kann nicht nachweisen, dass alle die anderen Konsequenzen richtig ist. Es kann auf diese Weise die Theorie interessanter werden, sie kann sich bewähren, wie der Fachausdruck ist, aber sie kann nicht bewiesen werden. Hingegen hätte die Theorie aber widerlegt werden können, wenn die Eddington-Beobachtung umgekehrt ausgegangen wäre, wenn sie nicht zu diesen Abweichungen geführt hätte. Man muss da ein bisschen schematisieren, aber man könnte sagen, im Allgemeinen kommt die Bewährung nach der Theorie und in der Wissenschaft. Und erst kommt die Theorie, die spekulative Erklärung, oder wenn Sie wollen, die Hypothese oder die Vermutung oder das Raten, das kommt zuerst. Und dann versucht man, Experimente zu machen, um diese Theorie dann zu überprüfen. Und hier ist das Wichtige, dass die Experimente nur anscheinend daraufhin angelegt sind, um die Theorie zu beweisen. In Wirklichkeit müssen die Experimente daraufhin angelegt sein, die Theorie, wenn möglich, zu widerlegen. Der Wissenschaftler ist manchmal etwas verblüfft, wenn er hört, dass der Wissenschaftler sich dessen oft gar nicht bewusst. Bewusst will er seine Theorie stützen. Aber nur solche Experimente können eine Theorie stützen, deren Ausgang die Theorie widerlegen könnte. Die Wissenschaft ist also wesentlich theoretisch. Alle Wissenschaft ist wesentlich theoretisch. Das ist übrigens auch eine Idee, die mich von dem sogenannten Positivismus natürlich vollkommen unterscheidet. Denn der Positivismus war immer antispekulativ, während ich behaupte, dass die Wissenschaft spekulativ vorgeht. Alle Wissenschaft geht es wesentlich spekulativ vor. Praktizierende Naturwissenschaftler in vielen Ländern haben Poppers ungewöhnlich klingende Thesen inzwischen als zutreffende Beschreibung ihrer Arbeit akzeptiert. Methodisch suchen sie nach Widerlegungen und nicht nach Beweisen. Wir können nur aus Fehlern lernen. Dieser Sachverhalt mahnt zur Bescheidenheit, die Popper denn auch zum Charakteristikum seiner Philosophie erklärt hat. Eine Folge dieser Bescheidenheit ist allerdings die scharfe Kritik aller unbescheidenen Ansprüche anderer Denker. Popper wurde 1902 in Wien als Sohn eines jüdischen Rechtsanwalts geboren. Der Faschismus trieb ihn in die Emigration. Alte Fotos zeigen ihn als vitalen, energischen jungen Mann. Über England kam Popper nach Neuseeland, wo er die Kriegsjahre als akademischer Lehrer verbringen konnte. 1945 wurde er nach London berufen. Bis 1969 lehrte er an der berühmten London School of Economics. Sein anwachsender Ruhm führte zu Gastprofessuren an wichtigen Universitäten, zum Beispiel Harvard und Berkeley. 1965 hat die englische Königin ihm den Adelstitel verliehen. Die Grundelemente seiner Philosophie, seine Zweifel, seine Einsichten haben einen starken biografischen Hintergrund. Zeitgeschichte wurde in ihnen kritisch umgesetzt. Ich war 12 Jahre, wie der Krieg ausgebrochen ist, und ich bin sehr bald nach Ausbruch des Krieges, bin ich als Kind schon Pazifist geworden, unter dem Einfluss natürlich von sowohl meines Vaters als auch von anderen Freunden. Ich habe einen Freund in Wien gehabt, ein Ingenieur, Arthur Arndt, ein Großneffe des Ernst Moritz Arndt, und ein besonders starker, entschiedener Antinationalist im Gegensatz zu seinem Großonkel. Und unter dem Einfluss von diesem Arthur Arndt bin ich dann
sehr gegen den Krieg gewesen, sehr bald. Und ich habe auch ziemlich bald begriffen, dass die Berichte über den Krieg, besonders über den Durchmarsch durch Belgien, dass alles das eine überaus fragwürdige Angelegenheit war. Es war natürlich ungeheure Propaganda. Im Jahr 1918, als der Krieg zu Ende ging, war ich ein radikaler Sozialist, auch zum Teil unter dem Einfluss dieses Ingenieurs Arthur Arndt. Und ich habe mich sogar für einige Wochen als Kommunisten betrachtet, damals. Und dann kam diese furchtbare Sache, die damals in Wien bekannt war unter dem Namen die Schießerei in der Hörlgasse. Eine Anzahl von kommunistischen Jugendlichen, unter denen ich auch war, sind zur Polizei marschiert in der Absicht, einige jugendliche Kommunisten, die im Polizeipräsidium eingesperrt waren, zu befreien. Natürlich haben wir nicht daran gedacht, Gewalt zu brauchen, nicht mehr, wir haben keine Waffen gehabt und so weiter. Und die Polizei hat auf uns geschossen und es sind, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ungefähr, ich glaube, 8 oder so sind gefallen. Und das war für mich die entscheidende Wendung gegen den Marxismus. Ich war zwar entsetzt über die Tat der Polizei, aber ich war auch entsetzt darüber, dass ich und andere Leute einfach aufgrund der kommunistischen Formel je mehr Unruhen und je ärger die Dinge werden, umso besser ist es für, umso schneller wird der Sozialismus kommen, umso besser ist es für die Menschheit. Und das, diese Formel dann habe ich von da an eben dann bezweifelt und mir überlegt, ob irgendjemand das Recht hat, aufgrund einer angeblichen Sicherheit, dass es zum Sozialismus kommen muss und dass es umso früher zum Sozialismus kommen muss, je schlimmer die Zustände sind. Diese Formel habe ich mir dann überlegt, ob das eine haltbare Formel ist. Ich meine, man kann sein eigenes Leben für gewisse Ideale, kann man und soll man wahrscheinlich sein eigenes Leben einsetzen. Aber ob man das Leben anderer einsetzen kann, ist überaus fragwürdig. Am fragwürdigsten ist es, das Leben anderer einzusetzen, wenn man ihnen sagt, dass es sicher zu einer Lösung aller dieser Probleme kommen wird im Sozialismus, wenn man von dieser Sicherheit aber in Wirklichkeit nichts weiß. Wenn man als Intellektueller den Arbeitern gegenüber für die Theorie, für die Richtigkeit der Theorie, der geschichtlichen Theorie sich verbirgt sozusagen und dann die Theorie nicht einmal richtig versteht, geschweige denn wirklich kritisiert und kritisch geprüft hat. Also, das war für mich irgendwie das entscheidende Erlebnis vielleicht meines ganzen Lebens. Gesellschaftliche Erfahrung ist also ein kräftig wirkendes Motiv von Poppers Denken. Sie ist ausführlich eingegangen in die Erörterung des zweiten großen Themas seiner Philosophie, der Frage nach der Beschaffenheit einer menschenwürdigen Gesellschaft. Umfassend durchmusterte Popper die europäische Geschichte und ihre Leitideen.
Am Anfang aller diktatorischen Bewegungen fand er immer wieder die Behauptung, man habe jetzt endlich die wahren Gesetze der Geschichte und einer idealen Staatsordnung entdeckt. Ein Wissensproblem also auch hier, und zwar, wie die Diktaturen zeigen, ein lebensbedrohendes. Die falschen Propheten, wie Popper sie nennt, handeln meist in der besten Absicht. Sie wollen jedoch das Heil jedermann mit Gewalt aufzwingen und bringen dabei neues, mörderisches Leid über die Menschheit, das sie mit der Verheißung des schönen Endziels eines Himmels auf Erden rechtfertigen. Geschlossene Gesellschaften entstehen, in denen Abweichler und Kritiker brutal verfolgt werden. Es versteht sich, dass Popper diese Lehren von seiner Kritik des Wissens her scharf angreift. Als Hauptsünder hat er den griechischen Philosophen Platon ausgemacht, der einen autoritären Idealstaat konstruierte, über den Philosophenkönige herrschen sollten. Aber auch Hegel und Marx sowie ihre Nachfolger haben behauptet, Geschichtsgesetze gefunden zu haben und damit totalitäre Regimes eingeleitet. In seinem mit Heftigkeit argumentierenden Werk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« hat Popper die hier auftauchenden Probleme behandelt. Es erschien 1945. Ja, das ist ganz richtig. Sehr wichtig, denn es ist eigentlich ein Kriegsbuch. Ein Buch, das ich während des Krieges geschrieben habe, um damit auf die Gefahren der Nachkriegszeit hinzuweisen und vor allem auch um die eigentlichen Dinge klarzumachen, um die es in dem Krieg gegangen ist. Wie Sie sagen, es heißt die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Die Feinde sind hauptsächlich die Faschisten, die Nazis und aber auch die kommunistische Diktatur, obzwar die kommunistische Diktatur ja damals mit uns verbündet war. Und was ich bei der offenen Gesellschaft gemeint habe, war eine Gesellschaft, sagen wir, in der man frei atmen kann, frei denken kann, in der jeder Mensch einen Wert hat und in der die Gesellschaft keine überflüssigen Zwänge über die Menschen ausübt. Ja, es gibt Gesellschaften, die mehr oder weniger offen sind, und es gibt Gesellschaften vor allem, die gar nicht offen sind. Unsere westlichen Demokratien waren sogar während des Krieges weitgehend offene Gesellschaften. Seit dem Krieg ist es leider mehr und mehr dazugekommen, dass die Politik so kompliziert wurde, dass und die Parteidisziplin so straff wurde, dass die Parteiführer fast diktatorische Mächte haben. Und das ist sehr schlecht. Es ist der Fehler aller unserer Verfassungen, dass unsere Parlamente praktisch allmächtig sind. Und diese praktische Allmacht der Parlamente wirkt sich dahin aus, dass die regierende Partei praktisch allmächtig ist. Und das wirkt sich dann weiter, wie ich eben schon angedeutet habe, so aus, dass der regierende Parteiführer praktisch allmächtig ist. Aber die Grundidee der ganzen Demokratie ist, die Macht zu beschränken und zu kontrollieren. Nicht zu viel Macht, das ist die Grundidee der Demokratie. Die Macht muss verteilt sein, sodass nicht zu viel Macht in einer Hand ist. Und das lässt sich wahrscheinlich durch verhältnismäßig einfache Dinge, durch verhältnismäßig einfache Verfassungsänderungen durchführen. Die Demokratie ist ein großes Experiment. Und die verschiedenen Formen der Demokratie müssen gegeneinander ausprobiert werden. Eine Form und eine andere Form. Niemand ist fähig, alle die Schwierigkeiten und die inneren
möglichen Widersprüche vorauszusehen, die sich in der Gesetzgebung verwirklichen, durch die Gesetzgebung verwirklichen. Es geht immer alles Mögliche in einer Weise schief, die man nicht hat voraussehen können. Aber das ist eben, dass man der Grund, dass man in der Politik eine mehr experimentelle Haltung annehmen sollte. Die Einstellung, die aus diesen Worten spricht, hat die auffällige Eigenschaft, sehr einfach und klar formuliert werden zu können. Das ist kein Zufall. Einfachheit und Klarheit sind für Popper intellektuelle Werte, deren Beachtung eine ethische Verpflichtung darstellt. Denn alles, was so einfach und klar wie möglich formuliert wird, kann leicht überprüft und das heißt widerlegt werden. Klarheit ist in dieser Philosophie keine Zugabe, sondern die sachlich notwendige Beschaffenheit ihrer Sätze. Das ist, wie Reaktionen zeigen, in vielen Ländern bereits verstanden worden. Poppers Bücher liegen bis heute in 16 Sprachen vor. Der Stil seines Denkens steht im Dienst der Genauigkeit, gerade weil er sprachliche Festlegungen, Definitionen und den leeren Streit um Worte nicht mitmacht. Meiner Meinung nach ist es eine Art Lebensaufgabe, sich zu trainieren, so klar wie möglich zu sprechen. Und das wird nicht dadurch erreicht, dass man besonders auf die Worte achtet, sondern das wird dadurch erreicht, dass man seine Thesen klar formuliert und so formuliert, dass sie kritisierbar werden. Die Leute, die zu viele über Worte oder Begriffe oder Definitionen reden, die bringen eigentlich nichts vor, dass einen Wahrheitsanspruch erhebt. Also man kann dagegen nichts, eine Definition ist eine reine konventionelle Angelegenheit. Es gibt da eine Einstellung, die meiner Meinung nach überaus, wie soll ich sagen, ruinös für die Philosophie ist. Nämlich die Einstellung, dass man erwartet, dass jedermann die Begriffe, die er benutzt, definieren kann. Was meinen Sie bei Gerechtigkeit zum Beispiel? Dann gewöhnlich weiß er nicht, wie er es definieren soll. Aber das bedeutet doch nicht, dass er nicht weiß, was Gerechtigkeit ist. Also wenn einer zum Beispiel sagt, definieren Sie Mensch, und man gibt ihn als Antwort, Mensch, das ist ein federnloser Zweifüßler oder ein Zweifüßler ohne Federn oder die andere aristotelische Definition, Mensch ist ein vernünftiges Tier. Wissen wir dann mehr was über den Menschen, wenn einer zuerst nicht gewusst hat, was ein Mensch ist, wird das nach der Definition auch nicht wissen. Aber die Definitionen helfen nicht und helfen sicher nicht zur Klarheit. Sie führen nur zu einer prätentiösen, falschen Präzision, zum Gefühl, der spricht besonders präzise. Aber die Präzision ist eine Scheinpräzision und ist nicht wirkliche Klarheit. Aus dem Grund bin ich gegen die Diskussion von Begriffen und gegen die Diskussion von Definitionen, sondern für einfaches Sprechen und klares Sprechen. Und leider Gottes ist diese Forderung von mir sehr weitgehend ignoriert worden. Ich habe besonders in der Open Society, der offenen Gesellschaft, im Buch über die offene Gesellschaft, habe ich gezeigt, dass die politische Philosophie und die politische Diskussion voller solcher Begriffsbestimmungen ist und Diskussion über Begriffe ist. Und ich habe gesagt, dass man sie ersetzen soll durch eine Diskussion von politischen Vorschlägen. Politische Planungsvorschläge, ich meine nicht Dirigismen, sondern politische Vorschläge, was man eigentlich durchführen soll.
Und hier kommt es also nicht auf Worte an. Stattdessen wird in der politischen Philosophie immer wieder darüber diskutiert, was ist Souveränität oder was ist der Staat und ähnliche Fragen, die zu überhaupt nichts führen. Stattdem sollte man diskutieren, wie weit soll sich der Staat in die privaten Affären der Staatsbürger einmischen und wann soll sich der Staat in die privaten Affären einmischen. Das ist ein Problem, aber nicht, was ist der Staat. Gegen Poppers Denken ist der Einwand gemacht worden, dass es zum Relativismus, das heißt zum gleichzeitigen Geltenlassen vieler, nur vorübergehend interessanter Theorien führen müsse. Sicher. Ein endgültiges Erkennen absoluter Wahrheiten schließt Popper auf allen Gebieten aus. Aber in seiner Philosophie wird von einer dauernden Annäherung an die Wahrheit gesprochen. Das bedeutet, dass es absolute Wahrheit gibt, auch wenn wir nie wissen, ob wir sie erreicht haben. Jede Philosophie steht und fällt mit ihrer Stellung zum Wahrheitsproblem. Deshalb kommt diesem Punkt besondere Bedeutung zu. Popper hat zeigen können, dass es absolute Wahrheit wirklich geben muss. Aber er zeigt ebenso klar, dass wir nie die Möglichkeit haben, festzustellen, wann wir wirklich auf einen wahren Satz gestoßen sind. Der absolute Wahrheitsbegriff, der bei Popper immer zugrunde liegt, ist nun in der Gegenwart unmodern geworden. Und zwar mit Recht. Es ist deshalb unmodern geworden, weil die Leute, die an die absolute Wahrheit geglaubt haben, auch geglaubt haben, dass sie die absolute Wahrheit in ihrer Tasche haben. Sie haben alle möglichen Theorien vorgebracht, die sie als absolut wahr hingestellt haben. Deshalb ist dann der absolute Wahrheitsbegriff gerade von den mehr bescheidenen Denkern verworfen worden. Das war aber ein Fehler. Die richtige Einstellung ist zu sagen, es gibt eine absolute Wahrheit. Leider wissen wir, sogar wenn wir die Wahrheit aussprechen, oft nicht, ob es wirklich wahr ist, was wir sagen. Wir sagen manchmal, sprechen wir von wissenschaftlichen Theorien nicht. Eine wissenschaftliche Theorie ist vielleicht wahr im Sinne des absoluten Wahrheitsbegriffes, aber wir können es nicht beweisen. Wir wissen nicht, ob sie wahr ist. Alles, was wir sagen können, ist, dass sie sich bewährt. Aber wir haben die Wahrheit sozusagen nicht in der Tasche. Und sogar wenn wir sie in der Tasche haben, kennen wir sie nicht als wahr. Können wir sie nicht als wahr identifizieren. Und aus diesem Grund ist also der absolute Wahrheitsbegriff mit Vorsicht zu gebrauchen. Das heißt, als ein Ideal oder was Kant eine regulative Idee genannt hat. Es ist eine regulative Idee, die leitet uns, reguliert unser Denken, aber es ist nicht eine Idee, die wir realisieren können und erreichen können und wissen können, hier haben wir die Wahrheit. Es gibt natürlich einfache Sätze, von denen wir wissen, dass sie wahr sind. Man kann sagen, ein Satz ist entweder wahr oder falsch, und zwar absolut wahr oder falsch. Und zwar wissen wir, dass es ebenso viele wahre Sätze gibt wie falsche Sätze. Denn wenn ich zum Beispiel den Satz aufstelle, heute regnet es, so weiß ich, dass entweder der Satz heute regnet es oder heute regnet es nicht, einer dieser beiden Sätze ist sicher wahr und einer dieser beiden Sätze ist sicher falsch. Daher wissen wir also, es gibt wahre Sätze und es gibt falsche Sätze und es gibt ebenso viele wahre Sätze wie falsche Sätze. Aber wir wissen nicht, welche Sätze wahr sind, welche Sätze falsch sind. Das finden wir heraus durch Diskussion, natürlich auch durch Beobachtung, aber durch Beobachtung gewöhnlich nur in den allertrivialsten Fällen, wie der Satz, heute regnet es, in Penn. Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben. Aber das sind triviale Beobachtungssätze. Die mehr interessanten Sätze, für die müssen wir
die Frage der Wahrheit durch Diskussion, durch kritische Diskussion, müssen wir der Frage, ob sie wahr oder falsch sind, näher kommen. Und die wirklich schwierigen wissenschaftlichen Sätze bleiben alle immer Vermutungen, die sehr gute Vermutungen sein können und sehr gut bestätigte, sehr gut bewährte Vermutungen sein können. Aber sie bleiben doch immer wieder Vermutungen und wir finden immer heraus, dass unsere Theorien an Stellen falsch sind, wo wir es nicht sozusagen vorausgesehen haben. Diese Diskussion der Wahrheit ist sehr wichtig. Denn nur wenn wir einen Begriff der absoluten Wahrheit aufstellen, nur dann können wir wirklich sehen, wie bescheiden wir sein müssen, weil wir eben kein Kriterium der Wahrheit haben, weil wir die Wahrheit nicht in der Tasche haben. Was ich Fallibilismus nenne, im Englischen, also Fehlbarkeitstheorie, die Fehlbarkeit nicht nur jedes Menschen, sondern die Fehlbarkeit der Wissenschaft, was eine sehr wichtige Position ist, was wir Fallibilismus nennen, verlangt sozusagen als eine Ergänzung, dass wir einen absoluten Wahrheitsbegriff aufstellen, an dem wir unsere Fehlurteile, unsere Schwächen dann messen. Das führt auf die Frage, gibt es Zusammenhänge zwischen der Wahrheit und dem Problem der Ethik? Ja, sehr viele Zusammenhänge. Die meisten ethischen Kritiken an unserer Gesellschaft fangen ja immer wieder damit an, dass die Verlogenheit unserer Gesellschaft kritisiert wird. Also das ist ein direkter Angriff mit dem Wahrheitsbegriff auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse. Und dieser Angriff impliziert deutlich, dass die Wahrheit als ein ethischer Wert angesehen wird. Erstens die Wahrheit im objektiven Sinn, aber dann auch natürlich die Wahrheit im subjektiven Sinn, das heißt der Versuch, der Wahrheit getreu zu bleiben. Und was man zum Beispiel mit dem Wort authentisch heutzutage bezeichnet, nicht wahr, ist nichts anderes als ein neues Schlagwort für Wahrheit, für subjektive Wahrheit, also für den Versuch, die Wahrheit als Ideal auch im Leben praktisch zu verwenden, für seine eigene Lebensführung zu verwenden. Ethik ist ein schwieriges Gebiet, und zwar deshalb, weil viel zu viel darüber geschrieben worden ist. Es gibt Waggonladungen von Büchern über die Ethik, die fast nur über Worte reden und uns sehr wenig zu sagen haben. Man kann über die Ethik von zwei Standpunkten sprechen, nämlich von der kantischen Frage, was soll ich tun, und von der sehr eng damit zusammenhängenden Frage der Werte. Aber wir haben über einen Wert gesprochen, das ist der Wert der Wahrheit. Über die Frage, was soll ich tun, hier stellt sich schon die Schwierigkeit der praktischen Ethik im Gegensatz zur theoretischen Ethik heraus. Denn der Satz, du sollst immer die Wahrheit reden, unter allen Umständen, ist offenbar falsch. Es gibt offenbar Umstände, wo man einfach aus Menschlichkeit nicht die volle Wahrheit sagen darf. Wenn es zum Beispiel ein Mensch zu schwach ist, wenn man annehmen muss, dass ein Mensch zu schwach ist, um die Wahrheit zu hören, dass er
todkrank ist und in ein paar Tagen sterben wird, so soll man ihm nicht aus bloßem Wahrheitsfimmel diese Wahrheit aufdrängen. Menschlichkeit ist vielleicht kein höheres Ideal als Wahrheit im absoluten Sinn, aber es ist sicher wichtiger als die einfache Formel, die übrigens Kant aufgestellt hat, dass man immer unter allen Umständen die Wahrheit sagen muss. Diese Formel halte ich für sehr wichtig, aber es gibt Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind es, die die Ethik im praktischen Sinn so schwierig machen. Manche Leute glauben, dass es eines Tages eine wissenschaftliche Ethik geben könnte, die alle Probleme löst. Wäre so etwas möglich? Ich glaube nicht nur, dass es nicht möglich ist, sondern dass auch gar kein Bedürfnis dafür besteht. Ein Mensch, nehmen wir an, es gibt so eine wissenschaftliche Ethik, dann gibt es also dann ein Kodex, ein Buch, in dem man nachschlagen kann, was erlaubt ist und was verboten ist. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass ein Verbrecher, bevor er ein Verbrechen begeht, erst nachschauen wird, ob das Verbrechen ethisch erlaubt oder verboten ist. Ich meine, so sind die Probleme nicht. Es ist auch unwahrscheinlich, dass einer, der einen Ehebruch begehen wird, will, nachschaut in dem Buch, unter welchen Umständen Ehebruch vielleicht nicht gar so schlimm ist, um dann versucht, diese Umstände herbeizuführen, um eine gewisse Entschuldigung für seinen Ehebruch zu haben. Das ist alles, glaube ich, lächerlich. Wir brauchen keine wissenschaftliche Ethik und es kann auch keine wissenschaftliche Ethik geben. Es gibt aber etwas anderes. Ich meine, die Wissenschaft selbst ist sehr stark von ethischen Prinzipien abhängig. Und diese Ethik, die in der Wissenschaft sich manifestiert, sozusagen, also in der Wahrheitssuche, in der aufrichtigen Wahrheitssuche, in dem Versuch der Wissenschaft, des Wissenschaftlers, dass es auch sein Ich zurückzustellen hinter der Wahrheitssuche. Da sind ethische Prinzipien, die sozusagen indirekt in der Wissenschaft verankert sind. Sie sind keine Konsequenzen der Wissenschaft, sie sind Voraussetzungen der Wissenschaft. Karl Raimund Popper hat eine Philosophie entwickelt, die in besonderer Weise als zeitgemäß erscheint. Sie belehrt uns über den tatsächlichen Charakter der Naturwissenschaften, sie stellt sich engagiert den Problemen der gegenwärtigen Gesellschaft. Das wichtige Wahrheitsproblem wird auf eine Weise aufgeklärt, die es erlaubt, mit diesem schwierigen Begriff wieder sinnvoll umzugehen. Von Poppers Denken geht starke, orientierende Kraft aus, obwohl er niemals unerfüllbare Versprechungen macht. Popper verteidigt die heute vielfach bedrohte Vernunft, ohne in ihrem Namen ein einengendes System aufzubauen. Falsche Propheten aus allen Lagern fürchten die kritische Potenz dieser Philosophie. Sie ist ein wirksames Mittel gegen alle Formen intellektueller Verführung. Ihre Zurückhaltung vermeidet auch die Klippen der Resignation und der Verdrossenheit. Popper selbst plädiert für einen vorsichtigen Optimismus in Bezug auf die menschliche Einstellung zum Leben auf dieser Erde. Mir hat meine Frau, wie wir in Amerika waren, aus einer amerikanischen Zeitung ein Interview mit einem der Mondflieger gezeigt. Und der hat gesagt auf Englisch, I have seen some worlds in my days, but give me the earth any day. Was man übersetzen könnte, ich habe ja verschiedene Welten gesehen, aber ich kann nur sagen, die Erde ist mir ja doch am liebsten. Und diese Bemerkung eines offenbaren Fachmannes scheint mir sehr richtig zu sein. Wir haben zwar unserer Erde ziemlich übel mitgespielt in verschiedensten Weise und sie bös ausgenützt, aber ich glaube, jeder ehrliche Mensch muss sagen, dass die Erde schön ist. Und ich glaube,
Wir haben früher von der Wahrheit gesprochen und von der Verlogenheit gewisser Traditionen. Mir scheint die Tradition des Pessimismus eine Verlogenheit zu sein. Irgendwie bejahen wir ja doch alle das Leben, trotz allem, das wir gegangen sind. Trotz zweier Weltkriege und trotz der Atombombe, trotz Hitler und trotz der Konzentrationslager. Und wir bewundern ja doch die Leute, die in den Konzentrationslagern bis zuletzt durchgehalten haben. Das bedeutet, dass wir das Leben bejahen.